So, herzlich willkommen zur 161. Folge Let's Show Play, Let's Show Play Minecraft. Halleluja, haben wir es endlich raus. Ja, ich bin immer noch auf der 173 und spiele offline. Mein Minecraft will sich also aktuell nicht bei Minecraft.net anmelden und sich die 181 ziehen. Mal sehen, wann das, was das wird. Das ist jedenfalls der aktuelle Stand und es ist gerade Freitagvormittag. Ne? Nur zu eurer Info, falls irgendwie jemand wieder schreibt, es ist doch schon längst 1.8.3 draußen. Oder irgend so ein Spaß. Ja, wir sind hier am See, am Teich vielmehr, über der Minenarbeitersiedlung. Und ihr seht, hier hat sich schon ein bisschen was geändert. Hier habe ich schon das Fundament markiert für die Mühle, die hier entstehen soll, die also das Grubenwasser von unten aus den Bergwerken hier nach oben pumpen soll in den Teich. Und von hier aus läuft es dann ab in einen kleinen See. Habe ich dann hier auch noch ein paar Bäume gepflanzt. Von hier aus geht es dann als Kanal weiter, dass ich es dann hier hinführen kann zur Erzwäscherei und eben dann zum Minenarbeiterhaus, wo dann die Duschen stehen. No. Und ja, hier oben soll also der Bauernhof hin. Das werde ich mal, oder werde ich unter Umständen auch einfach mit der Mühle kombinieren. Na, die kann ich hier nämlich auch so schön an den Hang bauen, dass hier quasi dann im Untergeschoss der Wohnbereich ist für den Müller und obendrauf dann eben die Mühle mit den Flügeln kommt. Da habe ich mir jetzt ein paar Cobblestones mitgebracht, dass wir das hier mal so hinsetzen werden. Ist eigentlich fast ein bisschen groß hier, deswegen nehme ich die Reihe mal wieder weg. Na, und da unten rechts und links des Kanals kann ich halt eben Felder anlegen. So, ich will hier einfach schon mal was reingehen. So, da kommt die Tür hin. Zack, kommt auch gleich der hin. Und hier kann ich dann. Zack, da komm schon. Zack. Jo, da kommt ein Fenster rein. Kleines. Und hier machen wir mal dicht, denn ich glaube, ich werde hier innen keine Treppe bauen können, sondern mit einer Leiter hochgehen müssen. Hier auf den Teich raus. Können wir ein größeres Fenster setzen? Habe ich Glas dabei? Nö. Macht aber nichts. Nehmen wir einfach hier die Zäune. So. Und genau, ich glaube, hier hinten in der Ecke baue ich mir dann die Treppe, die Leiter rein, die da nach oben führt. So, dann brauchen wir noch mal ein bisschen Erde, dass wir hier raufkommen. So. Das Ganze muss mir natürlich Platz bieten für Mühlenflügel und um dann eben auch noch oben den Kopf, sage ich mal, raufzusetzen für die Mühle, an der die Flügel dranhängen. Mal sehen, was das wird. So. Dann möchte ich fast sagen, gehen wir hier noch einen nach innen. Oder gehen wir erstmal einen nach oben? Ich bin dafür, wir gehen hier einen nach innen. Ziehen das Ganze hier schon einmal so zusammen. Ups, jetzt ist das ja hier wirklich so ein enger Kanal geworden. Mal sehen. So. So. Okay, das wäre schon eine Höhe.
Na, das geht jetzt. So, kann ich jetzt hier? Nein, kann ich nicht. Eieiei. Man kann sich aber auch dämlich anstellen, sage ich mal. So und so. So. Da kann ich dann wieder von oben ran. Dann nochmal hier. Und hier und hier. Und hier. So. Bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird. So. Ja, hier haben wir jetzt zack, zack, zack. Das wir machen müssen. Und dann kann ich hier zack, 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 zack. Na, komm schon. Es muss ja hier in der Mitte auch die Achse durchgehen. Das geht ja irgendwie mal gar nicht. So. Das ist ja nun Krimmel. Ja. Ich wusste, dass ich mir da irgendwie einen Knoten reinbaue. Das habe ich doch geahnt. Hier muss das Ganze einfach nochmal ein bisschen überarbeitet werden. Ich glaube, ich muss das doch größer machen. Zumindest unten die Grundfläche. Und dann noch ein bisschen mehr planen. So mit ad hoc da los, das kann man vielleicht bei einem Bauernhaus machen. Aber nicht bei sowas wie hier der Mühle. Zack, zack, zack. Egal. Was weg ist, ist weg. Wurks. Klopfen wir hier nochmal alles weg. Ja, dann habt ihr sowas auch mal mitgekriegt. Muss auch mal sein, ne? So, mit der Mühle. Ich glaube, da werde ich mir mal offline ein bisschen Gedanken machen, wie man die baut. So. So, zack, 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 zack. Komm hier, weg da. Abreißen, abreißen, abreißen. Alles muss weg, alles muss raus. So. Man könnte das Ding natürlich auch als Ruine stehen lassen. Ja, ich bin es halt gewöhnt, relativ eng zu bauen. Jetzt gerade zuletzt durch das Berberdorf, das sind ja doch wieder oder kleine und beengte Sachen, die ich da baue. Und mal sehen, vielleicht muss ich einfach mal wieder ein bisschen was Großzügigeres hinlegen, damit ich mich wieder an diese Dimensionen ein bisschen gewöhne. Schauen wir mal. Zack, komm hier, hier. Zack, so, so, so. 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 Zack, 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 zack. Haben wir hier alles eingesammelt. Sehr schön. Dann. Schwupp, 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 schwupp. Hier auch einfach nochmal Fackel hin. Da nochmal Fackel hin. Hier wird dann unter Umständen später der Weg langlaufen zum Bauernhaus und zur Mühle. Der wird dann auch noch gemacht. Aber erstmal müssen natürlich die Gebäude stehen. So, einmal hingehauen. Und wieder frisch auf ans Werk. So, genau, ach, da hinten brennen schön die Zombies, das gefällt. So, und genau, ich werde hier noch ein bisschen Erde wegnehmen. Denn den Platz hier möchte ich nutzen für Felder. So, so, so. Und hier noch, da kann man auch. Der Bauer hier hat ja schließlich die ganze Minenarbeitersiedlung zu versorgen. Da braucht er schon ein bisschen Platz. Der kommt auch noch weg. Na, Huhn.
Ja. Und da kann man doch schon mal. Ja, ich nehme mal ein Bauernhaus, werde ich da drüben mit unten in die Mühle reinbauen, dass das so kombiniert wird. Und hier muss ich noch ein bisschen was weghaben. Gut, der Baum steht dann hier so am Rand. Mag ich zwar normalerweise nicht so, aber hierfür soll es mir recht sein. Zack. Ach so, ich sollte vielleicht mal warten, bis das alles hier begrünt ist. So. 1, 2, 3, 4, 5 Felder reicht da das Wasser. Auf dem sechsten steht der Zaun. Das passt ja soweit. No. Eine Steinhacke habe ich mir auch schon mitgebracht. Wir können es ja auch einfach mal 4 machen. Das, ja. Ist das Feld groß genug, dass ich das hier schon mal so anlege? Dann wird das auch mit dem Zaun nachher einfacher. So. Na, dann kann ich den nämlich schon ja, hier lang ziehen. Jedenfalls da. Na, wo es grün ist. Erstmal noch weg, weil es eben hier noch nicht grün ist. Ja, und mit der 1,8 kann ich dann hier richtig schön die Fence Gates einsetzen. Das war zack, zack, zack. Hier machen wir den Zugang. Dann kommt der Zaun nämlich hier hin. Das war hier kleine Brücke. Einfach haben. Habe ich Holztreppen dabei? Ne, komm auch noch. Na, machen wir hier Stein. Haben wir ja. Na, dass hier einfach so eine Brücke über den Kanal geht. Zack. Da muss ich hier noch ein bisschen Erde ran. Zack, damit das so. Genau, und für das Geländer rechts und links packen wir das noch rauf und kommt hier einmal der hin und ich hatte doch hier noch einen Slab. So. So. Na. Das, ja, sieht doch schon mal so langsam nach was aus. Und, genau, hier lang können wir dann auch schon mal zumachen. Für ein Feld reicht das erstmal. Dann kommt auf die Seite hier noch ein kleines. No, dann, was vielleicht auch noch weiter nach vorne geht, weil ich ja hier noch Platz habe. Ja, dann hier vielleicht ein Weg hoch zur Mühle oder sowas. Mal schauen, was einem da so einfällt. No, berühmte letzte Worte eines Architekten. Da fällt mir gerade was ein. So. Machen wir nochmal weiter bei der Mühle. Die brauchen wir ja jetzt definitiv. Einen größer. Das heißt, zack, zack. Zack, zack. Muss das hier erstmal gehen. Zack, zack. Zack, 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 zack. Hups. Ja. Hier baue ich mir da später rein. Und ich brauche hier zack. So, hier geht nämlich die Welle durch, also die Achse
die dann nach unten zu den Pumpen führt. So, das können wir hier schon mal so andeuten, damit ich die auch später wiederfinde. Und hier ziehen wir uns erstmal einen schönen Cobblestone-Boden rein. So. Zack, 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 zack und zack. So, können wir hier zack und dann können wir hier auch kleine Fenster jeweils einsetzen. Kriegen wir den dahin? Nö. Machen wir dahin. 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 Jo, das passt. So. Zack. 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 Zack und zack, zack. Zack, zack. Jo. Da haben wir schon mal was. Schnappen wir uns hier den zweiten Stack. Machen wir die Fenster höher, dass das gleich so Schießscharten werden. Jo, gefällt mir. Dadurch gewinnen wir nämlich hier auch an Höhe. Ach, Kuh, Mann. Was machst du denn da? So. Zack. So. Nicht runterschmeißen mich hier. Also, Mädel. Hier kommt ja auf Gedanken hier. Rinderwahnsinn oder was? Grassierender. So, schwupp und... Schwupp und schwupp. Zack, zack. Na komm schon, zack. Zack, zack, zack. Jo, das sieht doch dann erstmal so aus, dass ich dann hier das ein bisschen vielleicht schon reinziehen könnte. Mir hier noch mit Holz diese Stützstreben hinsetze. Damit das einfach ein bisschen interessanter aussieht. Habe ich mir bei Pixel Architect, Let's Rock Minecraft ein bisschen abgeguckt. Mal sehen, wie ich das hier umsetzen kann. Dass das also hier so ein bisschen Steampunk-mäßig rüberkommt. Zack. Mal sehen. So und so. Kann ich hier schon mal weitersetzen. Die Mühle muss ja auch eine gewisse Höhe erreichen. Ich brauche ja Platz für die Flügel. Na, kann ja nicht hier einfach eine Dose Red Bull ran nageln. Verleiht zwar Flügel, aber na komm schon. So. Jo, und dann kann ich mir hier mal so langsam Gedanken darüber machen, wie das hier wird mit Tür und Fenster und so. Und ich denke mal, den Eingang Tür machen wir eher hier an der Seite. Also wird schon wieder duster. Es wird also schon wieder Zeit. Zack. Da setzen wir einen rein. Södale. Und die Welle, die muss natürlich richtig nach oben durchlaufen. Und ich laufe jetzt erstmal nochmal nach Hause, um eine Runde zu pennen. So, hier sieht das ja auch schon gut aus. Da wird es richtig grün. Hier kann ich mir dann ein Fenstergate rübersetzen. Ja, das wird, das wird, das wird. Ja. Södale. Zack, 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 zack. So. Ja, 181 ist ja schon draußen. Mal sehen, was es bringt. Mal sehen, was noch kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht sogar eine 182 schon raus ist. Schauen wir mal.
Ich bleibe, wie gesagt, hier erstmal noch offline. Wie gesagt, es ist Freitag. Es ist gerade mal die 181 draußen. So. Zack, 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 zack. Da hat er schon wieder einen zurück gebildet. Zack, 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 zack. Den Streifen hier können wir wegnehmen. Ja, mit einer kleinen Lücke drin. Zack, hier. Dass das ein bisschen irregulär, sprich natürlich aussieht. So. Und dann. Zack. Zack. Und dann könnten wir da schon theoretisch was anpflanzen. So. Nee, tut mir leid, du musst hier weg. Das geht so nicht. Der steht mir ein bisschen zu dicht dran. So. Ich dulde keine Schafe auf meiner Dingens. So, zack, der geht weg. So. Ich sagte doch, ich dulde keine Schafe. So, wupp, 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 wupp. Hier eingesammelt. Wupp, 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 wupp. So, der da muss noch grün werden, dann können wir den auch besetzen. So. Hier weiter dann den Zaun. Und ich denke mal, machen wir hier einen Zweierstreifen vielleicht nur. Auf jeden Fall können wir hier schon mal ein paar Seeds in die Erde drücken. So, 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 so. So. Mal sehen, mal zuschauen, wie das wächst und gedeiht. So, hier machen wir noch. Ja, ziehen wir das einfach mal hier rüber. Haben da das Feld. Boah, ich denke mal, das können wir so sich entwickeln lassen. Zack, der kommt noch weg. Zack, 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 zack. Das nehmen wir noch mit. Ja. Gefällt. Oh. Das dürfte dann hier so als Ackerfläche erstmal reichen. Ja, genau. Hier kommt dann noch das Bauernhaus hin. Was schönes, schönes normales Langhaus. Das wird was. Das wird was. Es wird nur ein Weilchen dauern, bis das was wird, aber es wird was. So, ich brauche Zäune. Und jawohl, da unten will ich mir noch Leder holen von den Kühen. Kommt her, Mädels. Zack. Jawohl, danke. Jawohl, danke. Ach komm, hier Frischfleisch. Immer gern gesehen. Ach, schade. Söderle. Ja, das soll es dann einfach erstmal für heute gewesen sein. Ich werde mal zusehen, ob und wie ich da mit der Mühle noch weiterkomme. Ja, das sieht von hier aus auch gut aus, wenn die dann sich hier so erhebt. Die wird dann auch von weitem zu sehen sein. Ja, schauen wir mal, wie das wird, wie ich das hinkriege. Ja, ich verabschiede mich erstmal hier von euch. Wir werden sehen, wie es beim nächsten Mal aussieht, ob ich dann die 181 oder 18 irgendwas drauf habe. Texture Packs gibt es ja schon. Das von Downy hier ist ja auch schon abgedatet für die 181, zwar als Alpha gekennzeichnet. Müsste mal gucken, wie das ist, wie das aussieht. Na? Und dann sehen wir einfach mal weiter. Bis dahin, adieu mit Ö.